Jo, liebe Theresa, du strahlende, grüß dich. Du hast eine Abschlussarbeit gemacht, eine Bachelorarbeit in, also deine Arbeit Kommunikationswissenschaften zur Ökonomie der Menschlichkeit. Und das war für uns ein großes Geschenk. Und meine Bitte ist, dir ein paar Fragen stellen zu dürfen. Was war denn eigentlich der Impuls, dass du dir das Thema angenommen hast? Ja, also erst einmal kann ich sagen, ich bin ja beruflich, ich sage immer, zu euch geführt worden, weil es hat wirklich so ergeben darf. Und ich habe mir immer gewünscht, ich hätte gerne ein Bachelor-Thema, das mich fasziniert selber, wo ich weiß, das ist wichtig und wo ich auch persönlich einfach viel mitnehme. Und das habe ich mir so stark gewünscht, ne? Und im Endeffekt hat es sich dann genauso ergeben. Und ich bin eben zu euch beruflich gekommen, ich darf die Wanderung kommunikativ begleiten. Und zugleich war das dann, habe ich mir gedacht, das ist der Aufhänger für meine Bachelorarbeit, das ist perfekt. Und das habe ich dann auch meinem Professor eben vorgeschlagen. Und ich glaube, weil mein innerer Wunsch so groß war, dass das genau das Richtige sein wird, hat es dementsprechend genauso passt. Und er hat dann damals gesagt, ach, das ist ja spannend, dass sich sowas in Österreich aus der Wirtschaft heraus entwickelt. Also, sowas hat er noch nie gehört. Ja, das nehmen Sie, das Thema, das ist wunderbar. Ja, Und schön. so hat sich das ergeben. Die Dinge haben sich gefügt. Ja. Das sind ja 63 Seiten und ich habe ein paar Dinge rausgenommen, also ich hätte viele, viele Fragen stellen können, ein paar habe ich rausgenommen. Und du hast da vier Unternehmer, Unternehmerinnen ausgewählt aus der Ökonomie der Menschlichkeit. Was waren die Kriterien? Wie hast du die vier ausgewählt? Ja. Also es war mir was wichtig, dass verschiedene Branchen sind in der Ökonomie der Menschlichkeit. Es sind viele Unternehmen aus verschiedensten Bereichen. Und ich habe mir gedacht, um das halt sehr ja, gut zu veranschaulichen, ist wichtig, dass man verschiedene Bereiche abdeckt. Und daher bin ich dann eben auf die, ich sag mal, auf die Hotellerie, haben wir auf das aufs Schwarzresort gekommen. Mit deiner Unterstützung auch haben wir überlegt, was da gut passen. Dann die Gastronomie, haben wir die Kulinarik am Prater genommen aus Wien, Die was auch. Luftburg, genau. Genau, die Luftburg, was auch ein tolles Gespräch war und sehr faszinierend. Und wie gesagt, ich habe persönlich da ganz viel mitgenommen. Dann haben wir den Tom Lechner, das Architekturbüro, dass man die Branche auch noch abdeckt. Und auch das war perfekt, das hat genau zusammengepasst. Und die lieben Wimmers, die Schneiderei Wimmer aus Schlehdorf. Und ich glaube, das war eine ganz runde Mischung. Und gleichzeitig war es eben sehr spannend, obwohl jeder in unterschiedlichen Branchen tätig ist, dass die Einigkeit oder das, was jeden bewegt, was jedem wichtig ist, wo jeder das Gefühl hat, da soll ziehe und das probieren wir im Unternehmen zu leben, eben diese Menschlichkeit, dass es, obwohl es branchenübergreifend war und aus unterschiedlichsten Bereichen, dass es trotzdem so stimmig und einig war. Und das hat mich fasziniert, ja. Okay, da kommen wir noch zu ein paar Punkten dazu. Ich habe mir ein paar Auszüge, ein paar Fragen da rausgeschrieben und wenn ich da anfange, allgemein Organisation, da hätte ich vielleicht ein bisschen eine konträre Frage, weil du schreibst da und so ist es ja auch im Moment. Wegbereiterinnen, Wertebotschafter sind beherzte Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft, Tourismus und die stehen auch für den Namen und sind Teil einer menschlichen Zukunft. Jetzt stehen aber die als Persönlichkeit für die Ökonomie der Menschlichkeit. Und wir wollen ja Menschlichkeit. Und unsere Frage ist jetzt, und das wäre die Frage auch an dich, braucht man Wertebotschafter überhaupt noch? Braucht man jemanden, den man erhöht, der Vorbild ist? Sondern geht es nicht um eine Selbstermächtigung aller? Ja, also das glaube ich definitiv. Vielleicht hat sich das jetzt auch über die Monate noch mehr gewandelt. Damals war es einfach so und war ja auf der Homepage so kommuniziert. Aber im Endeffekt glaube ich, ist wichtig, egal ob das jetzt ein Unternehmer ist, ob das eine einzelne Person ist, ob das jemand ist, der ein kleines Geschäft hat oder der an der Bäckerei arbeitet und verkauft oder ob das ein Künstler ist oder wer auch immer. Im Endeffekt kann jeder, der das Gefühl einfach lebt, ich glaube, auf das kommt es an und eben diese innere Haltung so klar verspürt und weiß, das mag ich, so ziehe. Im Endeffekt ist jeder ein Wertebotschafter. Und ja, von dem her glaube ich auch nicht, dass man das, so wie es bis jetzt war, nach außen kommunizieren muss, sondern es eigentlich sollte sich Genau. jeder eingeladen fühlen. Ja. Genau. Das ist ja bei uns jetzt gerade ein interner Prozess, aber ich habe die Frage einfach so spannend gefunden. Ich bin da jetzt auf Seite 24 und da steht,
Ökonomie der Menschlichkeit zu leben bedeutet auch, Arbeitnehmerinnen ganz bewusst als Menschen zu würdigen, wertzuschätzen, denn ohne Wertschätzung gibt es keine langfristige Wertschöpfung. Jetzt, wie hast du das bei diesen vier Unternehmer, Unternehmerinnen wahrgenommen? Haben die ein Mitarbeiterthema, gingen die anders damit um? Weil es ist schon mal die Idee gekommen, dass man so eine Art Mitarbeiterbörse macht, Menschlichkeit findet Menschlichkeit. Was hast du da anders wahrgenommen bei den vier? Also, ich glaube, ganz treffend ist, ich bin ja bei meiner Bachelorarbeit auch mit einem, ich finde Zitate immer sehr schön und wenn es treffend sind, ist es noch viel schöner. Oder am Anfang war das Zitat eben, ohne Wirtschaftlichkeit schaffen wir es nicht und ohne Menschlichkeit ertragen wir es nicht. Und ich glaube, das Zitat allein zeigt schon auf was ankommt und gleichzeitig spiegelt das auch den Umgang oder die Herangehensweise der vier Unternehmen wieder, die ich ausgewählt habe. Und es geht einfach wirklich darum, ich habe vorher von der inneren Haltung gesprochen und das hat ganz klar auch zum Beispiel die Katharina Pirktl oder auch die Elisabeth Kolarek gesagt, dass wenn ich mir da selber so klar bin, dann kommuniziere ich das automatisch nach außen und das spürt der Gast, das spürt der Mitarbeiter, das spürt der Lieferant. Also wenn das passt und man ist eben da zu sich selber ehrlich und gleichzeitig auch nach außen, dann ist das wie ein schönes Spiel, das man miteinander spielt und hat eigentlich nicht mehr viel in dem Sinn mit schwerer Arbeit zu tun und jeden Tag aufstehe und ich weiß nicht, ob es mich gefreut, sondern es geht einfach alles viel leichter und auf das kommt es an. Ja, und das ist ganz klar durchgekommen und bei allen vier Unternehmen. Allein schon die E-Mail-Adresse von die Wimmers ist ja, glaube ich, Wimmer Lebensfreude oder irgendwie so und das ist allein das ist so und, ja, aber das ist wirklich so. Also, ja. Ja. Und Lebensfreude wird noch ganz wichtig, da stelle ich dir noch eine Frage. Ich hätte jetzt eine und zwar von der Struktur her, du hast es in 8 Kategorien geteilt, Mission, Vision. Und eine ist eine Positionierung gegenüber klassischer CSR. Das hast ja du, glaube ich, als Referenz genommen. Aber wieso gegenüber klassischer CSR? Wie ist das zum Verstehen? Ja. Also CSR an sich ist ja eigentlich, dass eine soziale Verantwortung gegenüber der Umwelt gelebt wird, sage ich mal. Und es ist aber über die Jahre leider, ich glaube an sich war die CSR einfach eine ganz neutrale Geschichte und kann eben auch sehr, sehr gut und dankbar sein. Aber über die Jahre hat sich das einfach auch so entwickelt, dass viele Unternehmer das auch geschickt für sich genutzt haben, um diese soziale Verantwortung zu garantieren und dadurch eigentlich nur erinnernde Stakeholder und Anspruchsgruppen zufriedenzustellen. Aber oft war das gar nicht so ehrenhaft oder so glaubwürdig, wie sie es vorgegeben haben zu sein, wodurch auch eben das Thema Greenwashing sehr in Fokus gerückt ist über die letzten Jahre. Und das finde ich eben ehrlich gesagt ein bisschen schade. Und darum geht es, dass man aus diesem Dilemma wieder herauskommt und dieses Glaubwürdigkeit, das Echte, dass das wieder wirklich echt sein darf, ohne dass man sich denkt, mag ich jetzt eigentlich so das nach außen kommunizieren oder kommt das dann so rüber, dass das gar nicht ist und doch eher wieder bloß eine Marschallgeschichte ist. Und es geht einfach darum, das wirklich wieder nach außen zu leben und dass der Verbraucher oder der Gast immer spürt, hey, die meinen das wirklich ernst. Und das sind jetzt auch die nächsten Schritte, dass man das entsprechend kommuniziert, also Tourismus, Resonanztourismus zum Beispiel. Ich bin da jetzt auf Seite 38. Die Katharina Pirktl hat zum Beispiel gesagt, dieses Greenwashing-Thema, das werden sie die jungen Leute nicht mehr gefallen lassen. Das kann nur 5 Jahre dauern, vielleicht auch 10 Jahre, aber das wird im Endeffekt nicht mehr so weitergetragen werden, weil es eben der Verbraucher und die Unternehmer selber eigentlich auch, wenn sie ehrlich zu sich selber sind, nicht mehr dulden können. Genau. Interessant, ich bin auch gerade beim Zitat von der Katharina Pirktl. Du hast das gefragt, was das Wichtigste ist und ihre Antwort war, das ist der Wissenstransfer und auch das Lernen aus anderen Branchen und Bereichen. Das ist auch interessant. Man ist oft in der eigenen Branche und lernt da und tauscht sie aus. Und sie sagen, das ist ganz wichtig, branchenübergreifend zu lernen. Und
dieser Wissenstransfer ist ja auch ein Novum, denn die alte Wirtschaft sagt, du brauchst einen Wettbewerbsvorteil, du musst die abgrenzen, es ist zu wenig. Und die Unternehmer, Unternehmerinnen sagen, nein, es geht jetzt richtig darum, dass wir das Wissen vermehren gemeinsam. Ja. Das ist ja ein totaler neuer Ansatz, oder? Ja, definitiv. Aber genau um das geht es. Also auch wenn man mit der Branche an sich vielleicht nichts zum Tor hat, ändert es ja trotzdem was an der Sichtweise. Oder man probiert es dann aufs eigene Unternehmen umzulegen und ist einfach inspiriert. Und nur das bewirkt, glaube ich, ganz viel. Und gleichzeitig entwickelt man ein Verständnis anderen Branchen gegenüber. Oft arbeitet man ja auch mit anderen Branchen zusammen. Vielleicht ist man nicht in dieser Branche tätig, aber Tom Lechner oder Adi Wimmers arbeiten ja auch mit verschiedenen Branchen und Händlern und Lieferanten zusammen. Also ich glaube, dass einfach dieses gegenseitige Verständnis gestärkt wird. Man hat das Gefühl, man versteht sich einander, man ist gleichzeitig auch nicht allein in dem Denken und kann sich in die andere Seite reinversetzen. Und das, wenn man dann ehrlich damit umgeht, bringt, glaube ich, eben auch wieder dann ja, Verständnis, Leichtigkeit und einfach ein harmonisches Miteinander. Mhm. Oder ist vielleicht wieder die Menschlichkeit. Genau, und das ist auch interessant, wenn ich da weiterlese, egal in welcher Branche, wir sind oft Teilnehmer, es geht aber mehr um Teilhaber zu werden. Das hat eine andere Qualität und der Tom Lechner sagt da dazu, ich bin Teil des Ganzen und nehme nicht, sondern habe Teil. Das heißt, ich bin Teil davon und das ist für uns Menschen, glaube ich, ein kompletter neuer Ansatz, weil die Natur wirkt ja symbiotisch und für uns war es eben immer ein Trennen und immer Abgrenzung und Unterscheidung, aber nie eine Verbindung. Und das ist auch der Sinn des Ganzen, dass wir alle Menschen Teil des großen Ganzen sind, sagt der Lechner dann. Und dann kommt auch noch ganz was Interessantes von der Elisabeth Kullerich. Und das sehe ich ja wirklich, sind wir unserem Wert bewusst. Die Klarheit der eigenen Werte ist also der entscheidende Faktor, um als Unternehmen aus der Anonymität herauszukommen. Und die Elisabeth Kullerich, das sind Werte, Freude der Menschlichkeit, respektvoller Umgang, freundlicher Umgang sowie Dankbarkeit, das ist eigentlich immer wieder Wiederholung, oder? Ja, das war auch spannend. Genau, die Dinge haben sie wiederholt, weil es im Endeffekt eigentlich immer wieder ums Gleiche gegangen ist. Also, dass man einfach dazu steht, was man tut und aber auch, dass man aus dieser Anonymität eben heraustritt und ganz stark auch um diese Selbstermächtigung eigentlich geht. Dass man auch sagt, hey, ich kann auch, wenn ich vielleicht zunächst morgen ich bin auf dem Weg allein unterwegs, was bewirken und dann fällt aber auf. Und ich glaube, für das ist einfach auch die Ökonomie der Menschlichkeit da, zum Wissen, hey, das sind andere Unternehmen, gleiche Branche oder andere Branche, die auch so Dinge wie ich, die Dinge auch so angehen, die bestimmte Herangehensweisen wichtig sind, bestimmte Werte wichtig sind. Und dieses Wissen zu haben, dass man da nicht allein unterwegs ist, das gibt einem nur mehr Kraft. Und es geht ja um die gemeinsame Kommunikation. Das heißt, dass man richtig gemeinsam als Unternehmer, Unternehmerin in die Gesellschaft erreicht über die Ökonomie der Menschlichkeit. Und es poppt immer die Menschlichkeit auf, weil wenn ich da jetzt auf der nächsten Seite weiterlese, haben wir es ähnlich wieder mit dem Bewusstwerden der eigenen Werte, wird auch der Stellenwert des Monetären hinterfragt und deutlich. Geld ist nicht alles. Kullerich zufolge geht es in eine Richtung, in der jeder mehr Geld verdienen möchte, aber nicht glücklicher ist. Und wir sind jetzt an dem Punkt, Therese, und das ist für die in gewisser Weise auch noch neu, dass wir sagen, ja, Ökonomie 5.0 ist eine zweite Säule. Und die zweite Säule ist die Lebenszufriedenheit. Und die machen wir messbar in Form der Lebensfreude, messbar, evaluierbar. Also das ist richtig einmal, dass man in Österreich, wir sind jetzt einmal in Österreich, eine Umfrage macht, wie geht es der Gesellschaft im Moment? Und die Frage stellt sich keiner im Moment. Und die ist aber so, so wichtig. Und wenn da die Gesellschaft, diese 35.000 Geschäfte gibt es in Österreich, die am Lebensfreude mitgeben, als nicht kaufbares Geschenk zu einem tollen Produkt, zu einer Dienstleistung, hat das eine riesige Kraft. Und ich habe den Fokus immer auf Lösung, immer auf der Freude. Und das macht im Feld dann auch was Entsprechendes. Und da wird es jetzt richtig, richtig interessant. Ja, das glaube ich sofort. Das wird spannend. Und die Lebensfreude ist so wichtig. Ja. 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 Da hat auch der Lechner dann sagt, er versucht in seinem Unternehmen eine Bühne zu schaffen, auf der sich Mitarbeiterinnen kompetenzenfrei entfalten können. Auf die Frage hin, ja, wie geht es denn mit Mitarbeitern? Das ist auch Vertrauen, das ist auch Selbstermächtigung oder Ermächtigung auch von anderen. Und das zeigt sich und das spürt man auch. Und du warst ja beim Lechner Damm und hast die Unternehmer, Unternehmerinnen auch besucht.
Das ist richtig ganz, ganz interessant. Und die nächste, kann, ja? Nein, bitte. Das kann ich auch sagen, das war einfach so eine Herzlichkeit und so schön, da die Unternehmer zu besuchen. Oder also das war so ein schöner Austausch, wo ich persönlich unglaublich viel mitgenommen habe. Und jetzt bin ich ja ursprünglich aus eurem Nachbarland, aus Bayern, und kann sagen, ihr könnt so stolz sein, Österreich solche Unternehmen zu haben. Es ist wirklich, es ist ein Geschenk. Mhm. Ja. Da geht es mir richtig durch, wenn du das sagst. Und das ist aber jetzt keine Selbstverständlichkeit, weil jetzt sind wir an einem Punkt, dass man das auch noch kommuniziert, dass man zeigt, dass man den Kunden vermittelt, wir sind Teil der Ökonomie der Menschlichkeit, und dann hat das noch einmal mehr Kraft. Mhm. Also wenn ich sage, ja, das tue ich sowieso, weil das ist auch interessant, und Wimmer kennst du natürlich auch, ein ganz faszinierendes Geschäft in Schlehdorf, und da sagt eben der Stefan Wimmer, sobald auf menschlicher Ebene gehandelt wird, geht die Zusammenarbeit viel leichter und es werden die richtigen Partner und Kunden und Kundinnen angezogen. Das ist eigentlich ein Resonanzraum, wo man dann sagt, ja, wo kommen die jetzt her? Gell? Das ist für uns zwar völlig neu, weil man immer nur in der Kommunikation ist und in dem Sichtbaren, aber auch Gedanken und eine Wertehaltung wirkt. Und dann sagt er eben, da kommen oft Dankeskarten, Foto, Anrufe, wie glücklich sie mit ihrer neuen Tracht sind. Und das ist eine innere Motivation, die dann spürbar ist, und das merkt man bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Bei denen ist es echt ein natürlicher Magnetismus. Und das wäre mir jetzt auch die Einladung an die Wirtschaft, richtig an den eigenen Wert zu erkennen und nach außen zu transportieren, und das echt freudvoll in dem Sinn wieder wird. Und dann, da werden wir Wunder über Wunder. Ja, und da ist eben auch der, das sagt Elisabeth Kollerich, wenn sie Unternehmer oder Unternehmerinnen aussuchen, ist ja jetzt der Paul, ist ja der Sohn, der Chef, aber das Interview hast du noch mit der Elisabeth geführt. Ja. Stimmt jedoch die Resonanz und kommt es zu einer Zusammenarbeit, so sind faire Preise selbstverständlich. Das zieht sich auch bei allen durch, aber den Wimmers, der verhandelt nicht über Rabatte, sondern wenn das Gespür gut ist, dann arbeiten wir zusammen, und ich gehe davon aus, das ist jetzt für alle Beteiligten gut kalkuliert, und die Ökonomie der Menschlichkeit ist ja ein Wertschöpfungskreislauf, das allen gut geht. Genau, das ist aber mir also das hat der Stefan Wimmer eben gesagt, unser Hingerblum, er gesagt, warum soll ich den Lieferanten, der mir zum Beispiel, von dem ich das Leder beziehe oder was auch immer, warum soll ich den überhandeln? Der wird sich den Preis genau richtig kalkuliert haben, damit er nur bleibt und damit alles abdeckt ist. Und er geht da eben so vertrauensvoll damit um und sagt, okay, das wird genauso passen. Und gleichzeitig, so wie ich meine Preise kalkuliere und meine Trachten verkaufe, so passt es auch. Und das ist, finde ich, eigentlich eine schöne Herangehensweise. Mhm. Witzig, du erwähnst es. Und ich bin gerade auf Seite 45, da steht es nämlich so. So handle ich meine Partner, beispielsweise den Gerber, auch preislich nicht herunter, weil er seinen Gewinn mit Sicherheit auch guten Gewissens kalkuliert hat. Ja. Ja, sehr, sehr interessant. Und die Elisabeth Kollerich sagt auch, Geld, Geld, Geld. Das hat in den Augen viel Anerkennung, aber da fehlt das Menschliche. Und die agiert sehr menschlich. Diese Luftburg ist richtig aus einem inneren Antrieb und aus einer tiefen, der ist entstanden, aber Schritt für Schritt. Es war nie ein Konzept, jetzt bauen wir das hin, sondern Schritt für Schritt, und das ist immer darum ausgegangen, fühlt sich das gut an, und dann hat sich das gefolgt, und das ist auch die Einladung für die neue Zeit. Und auf der anderen Seite, das kommt vom Wimmer, Stefan, das ist jetzt auch wieder dieses Alte, dennoch bringt menschliches Handeln auch Herausforderungen mit sich. In gewissen Kreisen zählt man als Schwächling, weil in der Wirtschaft viele den Eindruck haben, man muss sich mit dem Ellbogen vorarbeiten und Unternehmen als Kampf sehen muss. Und das ist eben diese uralte Geschichte, und die darf man wirklich, wirklich lösen, oder, Theresa? Oh, total, wirklich. Und gleichzeitig aber eben in dem Wissen, dass man da nicht allein unterwegs ist, stärkt es so. Und gemeinsam da unterwegs zu sein, das, ich glaube, da geht es hier. Und das, was dich, glaube ich, auch so begeistert hat, zumindest haben wir mal darüber gesprochen, diese vorgespielte Menschlichkeit, das Marketing hat den Unternehmen zufolge keine Zukunft. Also das ist nichts, wo ich sage, das ist irgendeine Außenwirkung, Ökonomie der Menschen, sondern das darf richtig von innen heraus auch gelebt sein, oder? Ja, total, ja. Ja, und es geht eben auch darum, nicht irgendwelche Erwartungen zu erfüllen, glaube ich, sondern neue Ideen oder Erwartungen, Ideen, einfach neue Dinge auf den Weg zum Bringen und das gemeinsam zu gestalten. Und
Das passiert dann, glaube ich, einfach von selber, sich selber so klar ist. Da kommen wir von der Elisabeth Kohlerick. Es geht also darum, das Vertrauen in das eigene Gefühl zu stärken. Auch wieder völlig neu, gerade in der Wirtschaft. Da braucht man nichts erklären, da spürst und siehst du sofort, was Sache ist. Und das ist wirklich, ich kenne die Elisabeth Kohlerick ganz gut, die hat richtig so gespürt und folgt dem dann auch. Und das ist natürlich rational, auch nicht erklärbar vieles. Versteht man vielleicht selber nicht, aber das ist auch die neue Wirtschaft, dass man nicht mehr die Erklärung, die rationale braucht, sondern dass wir, und das hat der Einstein schon gesagt, die richtige Inspiration ist tief aus dem Innen herauskommen und nicht aus der Ratio. Und so entstehen dann eben die Wunder. Das ist jetzt ein Punkt noch, die letzte Frage oder die vorletzte vielleicht, weil dann gehen wir zum die Zukunft. Und das war Anregung von der Katharina Birgtl, diese Menschlichkeit greifbarer zu machen, messbarer zu machen. Und das hat auch uns im Team ganz gut gefallen, dass wir sagen, naja, wie baut sie jetzt, wie misst sie jetzt Wirtschaft in Geld? Und wenn wir jetzt richtig, richtig sagen, ja, aber die Lebenszufriedenheit, die Lebensfreude ist am Machen, und da sind wir richtig, richtig dran, dass wir das eben richtig messbar machen, skalierbar machen und eine Umfrage machen, wie schaut es im Moment aus, und dass die Wirtschaft dann gemeinsam wirkt, dass man in 2, 5 Jahren, wenn man evaluiert, das Ganze richtig, richtig anders anschaut. Und das ist ja ermutigend, und das hat jetzt auch viel der Arbeit ausgelöst. Und ja, wie findest du das jetzt? Weil das haben wir nie kommuniziert, das ist jetzt die letzten Wochen entstanden. Ja, ich finde das sehr spannend. Ich bin selber am Überlegen, wie man das gut messbar machen kann, aber eben anhand einer Umfrage ist das mit Sicherheit möglich. Und ich glaube, es ist einfach spannend zu wissen, was überhaupt gerade der Status quo ist. Wie schaut es aus in die Unternehmen? Oder genau. Und dann aber auch, wie man das voranbringen kann. Ich finde es spannend und ich glaube, es ist zugleich auch wichtig, das hat ja die Katharina gesagt, dass man das eben, dass man skalieren kann, dass einfach was Griffiges ist, wo man sagt, hey, da sind wir und da wollen wir hin. Und das veranschaulicht das Ganze einfach nochmal anders. Und wir haben schon mit einer Universität. Ich bin gespannt, was rauskommt, ja? Ja, wir haben mit einem Professor schon gesprochen und der hat gesagt, das ist definitiv möglich, und er hat dazu geschrieben, diese Arbeit, die wir machen, finde ich ganz, ganz wichtig. Mhm. Ein wichtiger Punkt und einen ganz, ganz abschließenden Punkt noch, Theresa. Du hast ja geschrieben, das Manifest, das sollte noch spezifischer wirken dann für die Ökonomie der Menschlichkeit. Und wir haben nächstes Jahr 2023 vor, also ein Pressefrühstück zu machen und richtig ein Manifest für die Ökonomie der Menschlichkeit zu schaffen, so als zweite Säule Lebensfreude, dass man sogar so weit geht, dass man sagt, Reichtum neu zu definieren. Weil was ist Reichtum wirklich? Das haben wir mal irgendwann in Geld gemessen und der ist reich, aber wie geht es mir als Mensch? Wie reich bin ich innerlich? Und das ist jetzt so der Ausblick 2023. Und das war die letzte Frage, wie findest du das so richtig, die Medien einzuladen und sagen, und jetzt gehen wir so in unserem Land? Klar, warum nicht? Also ich finde, wenn man selber weiß, was man tut und so dahinter steht, dann gehört es definitiv auch nach außen kommuniziert. Schön, und das machen wir, Theresa. Vielen, vielen Dank. Ich hätte noch viele Fragen, vor allem genieße ja den Austausch mit dir so, aber ich denke, das ist jetzt einmal so die Essenz oder ein Teil der Essenz. Es hätte noch viele Fragen gegeben, mit der jetzt wirken. Und ja, Theresa, wieder mal vielen, vielen Dank für dein Wirken, für deine Bereitschaft. Ich sage danke. Tschüss.